Und deine Tante eigentlich gleich, also im gleichen Ort? Oder in der Nähe? Ja, wieso? Ach so, ja okay, dann hat deine Tante den letzten Geburtstag, wo du auch hingegangen bist. Achso, die meinst du, ja, die wohnen im gleichen Haus. Die anderen, die wohnen auch noch im gleichen Haus, ja okay. Ja. Vier Glas. Jo Mama, Jo Mama. Oh Gott, Schlimm brauche ich auch noch. Ja, das haben wir, glaube ich. Ja. 5 Stück schon. Zombie, ich höre Und dich. Du was? kannst nicht. Was gibt Ja, es? ist klar! Ja, ist so. Irgendwie sowas. Und so. So und dann. Oh, So. es wird wieder Tag. Paddy weiß nicht, wie man es craftet. Ich hab mal den angeschaut. Oh Gott, ich hab genau falsch rum gemacht. Ich hab meine Kisten. Ja, Ich hab da meine waren. Kisten den Stein oben hin gemacht mit Holz an die Seite. Rips. Das ist absoluter Minecraft-Profi. Jahrelange Minecraft-Erfahrung. Ja, mindestens dreimal. Mindestens drei. Ich habe alles davon. Copper, Redstone, Maschinen, Flint, Pisten, Kriegst du jetzt hin, Feuerwerkzeug. oder? Ist er fertig? Ich sehe, was ich machen wollte. Muss ich hier oben mit Stone ausfüllen. Nein, ich schau mal nach Fresse. Ja, so kann man das lassen. Schön anfangen. Du, mein Inventar ist voll. Das ist schön. Das freut mich. Wie jetzt hier alles flach wird. Ja, warte mal. Ich muss erstmal. Machen wir denn was mit Kackholz da? Das Kackholz. Machen wir mal Holzkohle von. Die Kiste ist voll. Ja, gut. Gott, Ja, wir jetzt mal gut. Kohle. Kannst du da mal ein Was? bisschen was raustun, damit ich dann nochmal... Ach, egal. Was, die Holzkiste? Ja, Oder die die Blockkiste halt. Alleskiste? Ja, die Alleskiste. Ich mach's einfach, nehme jetzt einfach so viel Holz raus und mach daraus Holzkohle, weil wir jetzt eh Kohle brauchen, wir nochmal was. Okay. Welches Holz nimmst du da? Rubber, das Rubberholz, oder? Ich habe jetzt gerade ein bisschen was im Aufbau drin, aber dann haben wir eh genug. Ja, aber von dem Rubber, das brauchen wir ja eigentlich nicht. Das ist im Endeffekt auch egal. Oder kann man das gar nicht zu, oder kann man das gar nicht Doch, brennen? ich kann was am Holzkohle machen. Okay. Was ist jetzt eigentlich? Soll man noch jemanden drittes hier aufnehmen, oder? Niemand Lust hat. Also Danny wäre es ja schon mal nicht, oder? Vor allem der schlau ist. Weißt? Ja. Das heißt, Danny wäre auch schon mal weg. Lina zockt eh keine Modpacks. Echt nicht? Lass Modpacks. Ich glaube, das ist ja ein bisschen zu schwer, oder? Sich das alles zu merken. Warten, dann so, das kann man alles lernen. Aber für Lina, weißt du? Trotzdem kann ich lernen. Was ich ja auch noch krass finde, dass noch so viele Leute Minecraft Vanilla spielen.
Ich muss echt sagen, ich hab teilweise echt sau Bock, manchmal Vanille zu zocken, Alter. Echt jetzt? Aber ultra. Was findest du daran so geil? Das ist alles scheiße. Ne. Echt? Also für mich ist das einfach kein Minecraft mehr, dieses Vanilla. Dieses Vanilla, hör die Notmäßig. Selbst unser aller erstes Server war mit Mods. Wir haben nie Vanilla gespielt. Also richtig Vanilla zu wahrscheinlich auch nicht wirklich viele. Doch, wirklich, ich hab gerade vor allem in letzter Zeit so viele Anfragen von so kleineren YouTubern, ob ich nicht Bock hab auf ein oder ob ich nicht Bock hab bei denen in das Vanilla-Projekt mitzumachen. Dann frage ich so, ihr wollt jetzt echt Vanilla spielen, also komplett ohne Mods oder ohne Modpack oder sonst irgendwas? Dann sagen sie, ja, einen komplett frischen Minecraft-Server ohne Mods, ohne alles, ohne Plugins. Dann denke ich so. Würde ich doch eigentlich sagen, da habe ich auch schon relativ oft Bock drauf. Nee, das ist einfach wie gesagt für mich kein Minecraft mehr. Das ist dann für mich so ein Spiel, das nicht Minecraft heißt. Oh Gott, diese Logik. Nee, weil ich allgemein, wenn ich jetzt hier normales Minecraft spiele, allein da sind ja bei mir schon 30 Mods drin. Ja. Boah, was das gerade nervig ist. Holzkohle machen. Ohne dass man das Zeug stacken kann. Also was ist Holzkohle? Kohleblöcke machen, meine ich. Wieso kann man Holzdocke? Ja. Holzblöcke machen. Über den normalen machst du es ja so. So mit dem Klicken da. So. Also mach einfach einen Klick. Ja. So. Er ist so nervig. Und nein, der Herr wollte ja unbedingt Blei zocken. Ja, vielleicht kriegen wir es ja hin, das zu updaten. Nein. Warum nein? Falls es nur für die 147 gibt. Tut mir leid. Es gibt aber so ein... Außer wir machen ein eigenes Modpack. Er hatte genau das gleiche, weißt du? Ich hab ihn so auch zusammenbekommen, also mit dem Mod auch. Ja, wie gesagt, einfach das hier updaten. Du kannst Sachen einfach updaten. Wir können ja mal gucken. Es gibt so ein Programm, mit dem du dann zum Beispiel auch einfach Plugins von 1.6 auf 1.7 machen kannst. Das war nämlich der große Streit, wo die 1.7 rausgebracht haben, weil kein Server wollte ja auf 1.7 gehen. Mhm. Weil es ja komplett instabil war. Ja. Und dann haben sie ja diese Verbindung gemacht mit dem Bungee Core, dass man mit 1.6 und 1.7 drauf joinen kann, was ja viele Server jetzt auch noch haben. Ja. Jetzt ist ja 1.7 und 1.8. Ja. Aber zum Beispiel die ganz großen Server, ich nenne mal Hive oder Mindplex, die nehmen einfach das Programm, stecken das Plugin in das Programm rein und dann rendert es das, oder das dann programmiert es halt vollautomatisch auf die 1.8 halt hoch. Okay. Und somit kannst du es halt mit Modsen wahrscheinlich allem auch machen. Stimmt irgendwie. Aber ich hab leider keinen Schimmer, wie das Programm heißt. Heiko! Ich hab dir ja heute Morgen erzählt, was wir ja bei der LAN-Party machen wollen, gell? Ja. Ich sag's dir, das ist scheiße schwierig, glaube ich. Ich glaub's nicht wirklich, weil... Ja, schon klar, für uns ist aber schwer vorstellbar, so wollte ich sagen. Das ist für uns schwer vorstellbar ist. Für Heiko wird sowas kein Problem sein. Ja. Ich hab mir, weißt du, ich kam halt auf die Idee, aber dann kam ich auf die andere Idee, dass ich es allein nicht hinkrieg. Deshalb habe ich Heiko. Deshalb habe ich erst Heiko gefragt, ob er denn wüsste, wie es geht. Und hat er gesagt, ja, das ist ganz einfach, das machen wir dann an dem Abend. Super. Dann denke ich mir auch so, hier, fuck you. Ne? Ganz einfach. Ich zerbreche mir dann den Kopf, ob das überhaupt geht. Und der sagt, ja, ganz einfach. Aber ich kann es mir eigentlich auch vorstellen, also nicht, dass es für uns schwer... Vorstellen kann ich es mir überhaupt nicht. Echt nicht? Klappen sollte. Ne. Ich könnte es mir vielleicht grob vorstellen. Nee, nicht mal dann. Und zwar ist ja die Idee, dass er einer Regie machen würde, oder dass halt einer die Regie gleichzeitig während dem Zocken übernimmt. Mhm. Das heißt, durch Drücken von den F-Tasten, dass er da die Sicht wechselt.